Hallo Herr Vogel, ich bin Steve. Ist der Julian zu Hause? Wir haben uns heute zum Übernachten getroffen. Oh, hallo Steve. Also, der Julian, ja, der ist oben. Aber wie zum Übernachten? Das hat mir aber keiner gesagt. Deine Eltern haben aber nicht angerufen. Hey Steve, da bist du ja endlich. Hast du all deine Sachen dabei? Bleibst du heute Abend hier, ne? Julian, also davon wusste ich aber nicht Bescheid. Was sagt denn deine Mama dazu? Also Papa, erstens, Mama ist nicht da, aber zweitens, mach dir keine Sorge. Mama weiß schon Bescheid, also Steve, der bleibt heute hier, der übernachtet bei mir. Aha, gut, okay. Ja, dann geht doch nach oben spielen, ich guck mir ein bisschen die Serie an hier. Hey Julian, klasse, dass das geklappt hat. Ich wollte einfach mal spontan vorbeischauen, ja, und ich habe meine Sachen einfach mitgenommen, falls ich hier schlafe. Und gut, dass du es gemerkt hast und mitgespielt hast. Ja, ich weiß, wenn du einen Koffer dabei hast, ist doch klar, dass du dann hier übernachten wirst. Also, ich wusste es zwar vorher nicht, aber ich habe einfach mal mitgemacht. Los, ab nach oben. Oh, Julian, da gibt's einen neuen Minecraft-Mod. Den müssen wir auf jeden Fall probieren. Also, wenn es irgendein Halloween-Mod ist, nein, Halloween ist vorbei. Jetzt kommt Weihnachten. Wir schauen jetzt ein paar Mods für Weihnachten an. Ja, super. Und wo ist mein Stuhl? Hallo, kannst du mir bitte einen Stuhl holen? Ich bin dein Gast. Ja, aber du bist nicht angekündigt, du bist ein unangekündigter Gast, aber gut, ich bin ruhig, sonst sagt Papa noch, ruft er noch bei deinen Eltern an, ist ja gut. Ach, zum Glück ist Hannah nicht da, dann klaue ich mir mal kurz da einen Stuhl. Oh, was war das denn? Ach, das, Hannah hat ihr Handy zu Hause vergessen und da ist eine Nachricht und, naja, ich darf ja nicht schon, das ist Privatsphäre. Und dann wird wieder Hannah schimpfen und sagen, ey, das ist nicht dein Handy, das ist meins, aber, nun gut, vielleicht ist es Notfall und deswegen sollte ich schauen. Ja, ja, das hat einen Grund, ich muss schauen. Oh Mann, wer ist das? Ist das? Nein, dieser Philipp hat geschrieben. Aber darf ich ihm zurückschreiben? Muss ich ja, oder? Er hat gerade geschrieben und wenn Hannah nicht antwortet, ist das natürlich unhöflich. Steve, komm jetzt! Steve, ich hab was vor! Ach Julia, muss ich jetzt den Stuhl hier selber tragen? Ich bin dein Gast, ich wollte mir gerade was zu essen holen aus deinem Kühlschrank. Habt ihr Donuts noch da? Oh, jetzt haben wir keine Zeit für Donuts, komm hier hin, ich hab was vor! Ein richtig cooler WhatsApp-Prank! Wie, WhatsApp? Du hast doch gar kein Handy. Ja, das ist das von meiner Schwester und da hat so ein Junge geschrieben und wär's, wenn wir den jetzt mal ein bisschen veräppeln? Oh, das wäre super. Ich muss sagen, Steve, darauf habe ich wirklich lange gewartet, dass Hannah mal ihr Handy zu Hause vergisst und jetzt kann ich es endlich mal ausnutzen. So, dann wollen wir mal antworten, oder? Oh, schreib doch direkt sowas wie OMG. Ja, ja, hatte ich gerade auch im Kopf. OMG. Der denkt wirklich, das wäre Hannah. Das wird so witzig. Pass mal auf, was ich jetzt schreibe. Du bist es, Philipp. Meine einzige Liebe. Das wird sowas von lustig. Oh ja, die Herzchen, super. Was schreibst du denn da? Nicht küssen. Nein, pass auf. Der wird sich richtig freuen und dann denkt er, Hannah ist in ihn verliebt. Ich muss gerade voll, mit 2L, oder? An dich denken. Oh, guck mal. Freust du dich darüber, schreibt er? Na klar, natürlich. Wir sind doch Hannah. Oh, wir freuen uns voll, dass du mir schreibst. Du bist doch so süß. Der glaubt das. Guck mal, was er schickt, was für Emojis und so. Der glaubt das wirklich. Pass mal auf, das habe ich letztens im Video gesehen. Richtiger Cute Boy. Was ist das denn? Der glaubt das noch. Oh Mann, ist das peinlich. Das darf keiner sehen. Der denkt wirklich, ich bin Hannah. Naja gut, okay, ist auch ihr Handy. So, warte mal. Findest du mich denn toll? Mal gucken, was er antwortet. Natürlich findet er uns toll. Hallo, wir sind Hannah. Ich bin's, Hannah Vogel. Was schreibt er denn? Ja, warte. Jetzt wirklich? Du bist auch total süß. OMG! Der glaubt das wirklich. Das sagt der süßeste Junge überhaupt. Was schreibt er? Ja, du bist das tollste Mädchen der Schule. Oh Mann! Warte mal, ich mache jetzt Dave fertig. Wer ist dieser Dave schon? Der Loser. Sag mal, wer ist Dave? Achso, jetzt egal. Du bist mein Held. Er denkt jetzt wirklich, Hannah hat sich verliebt bestimmt. Sag mal, Julian, kriegst du dafür nicht Ärger? Ist doch jetzt egal, haben wir Spaß oder haben wir keinen Spaß? Wir haben Spaß. Also, was schreibt er denn so lange? Los, Philipp, schreib. Komm schon. OMG, ich hab mir das so gewünscht, dass du mich auch magst. Oh, ich wusste es, er ist verliebt. Aber Philipp, ich mag dich nicht. Pass mal auf jetzt kommt's gleich. Jetzt denkt er erst, oh nein, ich mag ihn nicht und so, aber dann kommt's. Ich liebe dich. Der wird total ausflippen, sag ich dir. Der wird so richtig ausflippen. Guck, er denkt schon nein. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und liebt er sie auch bestimmt, oder?
Pass mal auf, was ich jetzt schreibe. Total übertrieben. Sollen wir vielleicht zusammenziehen? Dann bekommt Hannah hier bald einen Gast in ihrem Zimmer. Oh Mann, der glaubt das wirklich. Aber Julian, tut dir hier nicht ein bisschen leid? Nein, also, der mag meine Schwester, also bitte. Ja, okay, es tut mir so ein bisschen leid, dass er meine Schwester mag, weil sie ist echt ein bisschen schräg. OMG, ich liebe dich auch, Hannah. Oh, oh mein Gott. Ja. Er liebt sie auch. Das wird sowas von witzig, sage ich dir. Pass auf, warte. Meine Eltern werden das bestimmt verstehen. Was? Du meinst es ja wirklich ernst? Ja, natürlich meine ich es ernst. Ich bin Hannah. Der glaubt das wirklich. Als ob der schon zu mir ziehen darf. Hallo, wir sind doch noch alles Kinder. Ich habe es endlich gesagt. Endlich habe ich dir meine Liebe gestanden. Ich liebe dich. Julia, meinst du, der packt jetzt wirklich deine Sachen zusammen? Ja, wir können dich ja mal fragen. Was steht denn da? Mein Bubsi? Nein, ich will was anderes schreiben. Warte, was schreibt er? Meinst du, also wenn die nichts dagegen haben, ich pack meinen Koffer, der kommt wirklich! Oh mein Mann, das wird richtig witzig, wenn er hier mit so einem Koffer steht. So wie ich. Ich habe es endlich gesagt, ich liebe dich, mein Pupsi. Jetzt fragt er wirklich seine Eltern. Der kriegt sowas von Ärger, sage ich dir. Toll, ich freue mich. Denn ich bin Hannah. Mein Schatz. Guck mal, der mag das sogar, Pupsi. Wie kann man sich nur Pupsi nennen lassen? Du, Julian, also ich muss mal langsam auf Klo. Ja, du kannst auch auf Klo. Ja, ich bin wieder da, Papa. Oh. Julian, deine Schwester ist da. Raus da, ganz schnell. Mama und Emma sind noch kurz in einen anderen Laden gefahren, aber ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte auch mein Handy zu Hause vergessen. Julian, hast du mich nicht gehört? Beeil dich, raus da und lass das Handy liegen. Ja, ist ja gut. Warte, ich muss mich verabschieden. Warte, das ist so witzig. Warte, ich schreibe ihm gerade. Ich muss los. Nicht, dass er denkt, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihm habe. Warte, ich lass mir noch was Cooles einfallen über mich. Mein Bruder ruft mich. Und er ist halt cool. Muss zu ihm. Oh, der denkt wirklich, ich wäre Hannah. Das ist sowas von witzig. Julian, los, beeil dich. Sie kommt nach oben. Ja, ist ja gut, warte. Tschö mit Ö. Cooler Spruch. Als ob das Hannah sagen würde. Oh, der packt schon seine Sachen. Das wird super. Los, jetzt können wir weg. Los. Julian, von wo kommt ihr denn gerade? Aus dem Badezimmer. Hoffentlich nicht aus meinem Zimmer, oder? Nein, wieso sollten wir das denn machen? Der Steve hat ein bisschen Verdauungsprobleme und das hat länger gedauert und er hat gemeint, ich soll ihm helfen. Und ihr wart zusammen auf Klo? Ja. Aha, ob ich das glauben soll? Los, schnell weg hier, Steve. Hauptsache, die waren nicht in meinem Zimmer. Mein Handy, ich glaube, ich habe schon wieder eine WhatsApp-Nachricht. Von wem denn? Philipp schreibt mir und... Was, der will zu mir ziehen? Wer hat ihm das denn gesagt? Julian, hattet ihr mein Handy? Was habt ihr denn Philipp Julian, geschrieben? Julian, sie hat gesehen. Oh, wir müssen hier ganz schnell weg, Steve. Los, komm jetzt. Schnell weg hier. Ihr beiden sofort. Wieso? Was habt ihr denn da geschrieben? Gar nicht. Ich liebe Philipp überhaupt nicht. Ach, wer weiß. Du hast es doch geschrieben, oder? Oder? Oh, Julian, wie könnt ihr es so wagen, mein Handy zu nehmen und mit Philipp zu schreiben? Bist du verrückt geworden? Oh Mann, jetzt muss ich ihm das wirklich erklären. Jetzt muss ich ihm wirklich schreiben. Oh Mann, das muss ich jetzt schnell aufklären. Philipp? Hoffentlich ist er jetzt noch da. Es tut mir leid. Also, ich will doch nicht mit ihm zusammenziehen. Wie kommt er auf so eine Idee? Aber das war mein Bruder Julian. Das muss ich ihm schreiben. Also, oh nein, total die Verwirrung wieder. Ich hatte mein Handy zu Hause vergessen. Was ist Süße? Oh Mann. Oh, wie peinlich. Aber wie wird er wohl reagieren jetzt? Er hat sich einfach mein Handy genommen und dich angeschrieben. Und dich veräppelt. Oh Mann. Und er hat das echt alles geglaubt? Was hat Julian denn alles geschrieben? Das muss ich jetzt sofort aufklären. Also ich bin lieber ehrlich und sag's ihm. Damit das klar ist. Vielleicht nimmt das ja ganz locker. Oh, wirklich. Trauriger Smiley. Also komm bitte nicht hier hin und zieh womöglich bei mir ein. Also er kann hier nicht wohnen. Was denkt Julian sich denn dabei? Okay, bei ihm war das auch nur ein Spaß. Ah, dann ist ja alles klar.
Voll gut, dann ciao. Oh, er schreibt noch. Zusammenziehen, so ein Quatsch. Ja, stimmt, ist ja auch total der Quatsch. Also alles nur ein Scherz. Er schreibt noch etwas. Was kommt denn jetzt noch? Also du liebst wirklich nicht? Nein, oh Mann. Hat er nicht verstanden, dass das ein Scherz war? Das war doch Julian, der das geschrieben hat. Niemals. So, muss jetzt weg. Oh, wie Julian, witzig. Und jetzt komm sofort hier hin. Nein. Sofort. Du solltest dich mit Philipp treffen oder er kommt ja gleich vorbei. Das kann Julian echt nicht machen. Sich einfach mein Handy schnappen und so tun, als wäre er ich. Da gibt's auf jeden Fall noch eine Rache.